Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schokibanoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er ist der Daniel und ich bin der Sascha. Entschuldigung, ja, ich bin der Sascha. Stimmt, sag nochmal. Ich bin der Daniel, er ist der Sascha. Achso, ja, genau. Ja. Und wir haben heute den 1. Oktober und am 1. Oktober haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das ist okay. Theresa May. Oh, Politik. Nicht die Geigerin, das ist Vanessa May. Ja, Politik. Ja. Theresa May, das ist die, die ist 1956 geboren und wurde 2016 im Juli britische Premierministerin, ist ja für dieses Brexit-Referendum bekannt und ist nachdem der Vorgänger zurückgetreten ist, David Cameron, dann hat sie das übernommen. Hatten beerbt sozusagen. Ja, ja, genau, genau. Das ist Theresa May. Theresa May, Happy Birthday. Ja. Wird sie verstehen. Happy Birthday ist ja ihre Sprache. Ja. Ja, aber am 1. Oktober ist noch was passiert? Ja, 1. Oktober 1962. Unter dem Schutz des Federal Marshals schreibt sich James Howard Meredith als erster Afroamerikanischer auf eine amerikanische Universität ein, und zwar die Universität von Mississippi. Oh, Mississippi! Ausgerechnet in den Südstaaten. Die gerade gerade so da, ne? Bisschen, ja. Aber da, deswegen war es vielleicht so eine große Nummer, dass sich da ein Farbiger dann entsprechend eingeschrieben hat. Ja, vielleicht wollte man auch ein Exempel damit statuieren. 1962? Nein, das war doch 62. Siehst du? Ja. Habe ich doch richtig verstanden. Richtig. Mensch. Ja. Aber jetzt haben wir erst einmal einen Fakt des Tages. Juhu! Ja. Was denkst du, wo die meisten. Nee, was meinst du, wo die. Ja, du hast schon drauf geguckt, Mist. Was denkst du, wo die. Hier auf meinem Laptop muss ich mal zuhalten. Was denkst du, wo die wenigsten Morde begangen werden? In welchem Land? In Finnland. In Finnland? Wieso Finnland? Wie kommst du auf Finnland? Ja. Da ist nichts, oder was? Da gibt es auch keine Leute zu umbringen. Doch schon, aber da sind die Leute halt so ein bisschen gelassener, weil es einfach kühl ist. Meinst du? Ja, heißblütig. Im Süden wird es jetzt nicht, in Italien wird zum Beispiel Schwachsinn, wenn man sagt. Allein schon durch die Mafia. Nee, in Schweden. Ha! Siehst du? Ja, gar nicht so schlimm. Aber Schweden glaubt man gar nicht so. Also ich hätte es nicht geglaubt, jedenfalls. Weil Schweden ist ja bekannt für diese blutrünstigen Thriller- und Horrorgeschichten und die sowas. Splatterfilme. Nicht Blätter, sondern die, auch diese, die es gibt hier viele schwedische Autoren, die halt aus ihre Bücher veröffentlichen und die sind richtig fies, die Titel. Ja, das ist wahrscheinlich, wenn man es nicht ausleben kann, schreibt man es dann hernieder. Ne? Vielleicht ist es so, ja, da passiert nicht so viel. Also Schweden ist, was die Mordrate angeht, das sicherste Land der Welt. Perfekt. Ja, also in Relation natürlich. Mhm. Ist klar, dass in Andorra weniger Morde passieren, aber da gibt es ja auch weniger Leute. Ja. Wie soll man das jetzt am besten? Wie erkläre ich es dem Kind? Pro Kopf. Am besten gar nicht. Pro Kopf ist auch ein bisschen komisch beim Morden jetzt irgendwie. Ja. Naja. Ja, das war der 1. Oktober und wir sehen uns morgen wieder am 2. Oktober. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder rein, wenn es heißt Schucki Benucki Daily. Bis dahin, Cheerio, Miss Sophie. Warum zählt das mit der Hand so komisch? So, das war ein Zeichen für meine Frau. Oh. Wenn ich so mache. Heißt es, I love you. Dann heißt es, weißt du, was heißt, wenn ich meine Hand wackelt? Dann heißt es, Achtung, meine Hand wackelt. Ja. Wenn ich so mache, dann heißt es, Pantau ist im Pantau kommt, ja. Ja, genau. So, jetzt aber Schluss jetzt hier. Macht's gut. Tschüssi.